Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Risen 3 Titan Lords. Wir trinken aus dem Wasserfass. Das war jetzt ein komischer Anfang, aber naja. Aber naja, ne? Wir wollten ja eigentlich hier irgendwie da oben in die Höhle und vielleicht noch einen Titan Lord klatschen. Da ist mir jetzt eben eingefallen. Wir hatten ja auf Color. Ne, nicht auf Color. Wo war's? Kieler, das hier. Bruder Flynn. Das wollten wir machen. Und Flynn ist ein bisschen weiter hier, weiter rechts. Flynn und Quinn. Der ist aber hier unten drin. Ja, oder oben, aber oben unten. Ja. Ja. Ist da jemand? Flynn. Wo hast du denn das besondere Zeug? Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber warte mal. Als ich den Schuppen hier übernommen habe, lag da so ein Kästchen in einer verstaubten Ecke. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu öffnen. Von mir aus kannst du es haben. Viel Spaß damit. Ja, das ist ja schön. Okay, ich hab's mir übrigens anders überlegt. Gib mir dein Schwertstück. Ich hab's mir anders überlegt. Gib mir dein Schwertstück. Hat Quinn dich also doch bequatschen können? Luft anhalten, Schwertstück übergeben. Hier, nimm. Ich hab wirklich mehr von dir erwartet. Na gut. Ja. Was macht Gracie überhaupt? Aber naja. Hatten wir nicht noch irgendwas, was hier irgendwie mit Antigua zu tun hat? Waffen? Gibt's hier noch irgendwas davon? Ja, tatsächlich. In der Taverne gibt's hier noch irgendwas für Lumbrock. Für sein Essen. Ja, das holen wir uns natürlich auch noch. Das ist, gibt's aber oben, ne? Schnell hoch und schnell wieder runter. So lautet die Devise. Jetzt nicht. Raus her! Ich werde angegriffen. Was soll das denn? Was soll das denn, Alter? Da soll man ja weggehen. Ja gut. Ja gut. Kriegen wir das noch irgendwo anders hier? Das kriegen wir nur da, ne? Was mache ich ja gerade? Ne, dann können wir es natürlich nicht machen. Ist ja ganz klar. Gibt's hier noch was für hier? Ne? Ja, hier gibt's einen neuen Schatz. Takarigua. Ramon. Ah, Ramon. Stimmt. Bei Ramons Ausbeute haben wir doch eigentlich schon, oder? Na gut, gucken wir da auch nochmal nach. Der ist ja immer noch hier, oder? Der ist tatsächlich immer noch hier. Krass. Ein Wächter. Schon mal was von Bergkristallen gehört? Schon mal etwas von Bergkristallen gehört? Natürlich. Wegen magischer Kristalle bin ich ja hier. Bergkristall ist eine ganz besondere Form. Ich fand 3 von ihnen hier in der Nähe eines Gewässers. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Warum sollte ich das tun? Meister Faruko schickt mich. Er braucht die Kristalle dringend. Oh, du kennst Meister Faruko. Dann will ich sie dir geben. Beeil dich aber mit der Übergabe. Faruko wartet schon sehr lange darauf. Das ist aber nett. So. Siskos Ausbeute, das ist auf Kalador. Wo immer der ist. Where are there? Okay. So, Crew können wir jetzt nichts machen. Reicht der Schattenkristallportal auf Antigua. Das ist doch genau das, was wir irgendwie machen wollen jetzt. Da hinten. Zerschrotten wir das mal. Zerschrodeln wir das mal. Das war auch eigentlich das, was ich vorhatte. Nur das Problem ist, hier kommen wir nicht hoch. Deswegen. Ja, genau. Es geht halt schwer, hier hochzukommen. Na, wir schaffen es doch. Jawohl. Gut. Dann versuchen wir jetzt da hochzugehen. Wir haben zwar kein Heal oder so, aber. Ist ja überbewertet. So. Es kann sein, dass die Folge auch schon etwas länger dauert. Na wohl, so lange wird die noch nicht dauern. Können wir vielleicht irgendwas braten? Ich habe kein Fleisch zu braten. Ja, wir können nichts braten.
Okay, aber wir betreten diese Schattenwelt von Antigua beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, Leute.